Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Und wir bleiben beim Thema Medizin. Für die Behandlung von Schwerkranken soll jetzt ein Wirkstoff zugelassen werden, der bislang vorwiegend als Droge konsumiert wurde. Das in Cannabis enthaltene THC. Dazu jetzt Thorsten Schröder. Gesundheitsminister Rösler kündigte an, er wolle das Betäubungsmittelgesetz ändern. Danach könnten Ärzte künftig cannabishaltige Medikamente, zum Beispiel bei Multipler Sklerose, verordnen. Sie sollen Schmerzen lindern und Krämpfe lösen. Außerdem will die Koalition die Versorgung sterbender Menschen verbessern. Hospizen soll erlaubt werden, Notfallvorräte an starken Schmerzmitteln anzulegen.